im Gange. Alle haben irgendwie, oh, und das ist alles so schlimm und irgendwie, und jemand denkt, ich möchte es ein bisschen genauer darstellen. Ja. Mir gefallen, was auch von Anfang an komisch war, es gab immer Grafiken, schon recht früh, mit Kurven und allem, aber eine der Grafiken, das war die Grafik der Todesfälle, da gab es keine Grafiken von wie viele sind es pro Tag, Woche oder Monat, sondern da gab es nur eine kumulative, sprich da gab es nur die ansteigende Kurve, wie viele sind dazugekommen. Ja. Und dann haben wir gedacht, wieso fällt das niemand auf? Und keine Ahnung, es war auch vollkommen nicht nachvollziehbar, wie diese Definitionen immer wieder geändert werden. Da haben wir wieder das Problem, Inzidenz nutzt mir nichts, wenn ich nicht weiß, wie viele getestet werden. Das wurde auch nie irgendwo gesagt. Es gäbe ganz klare Sachen, wie man sagen könnte, so und so müssten Daten aufbereitet werden, um sie transparent und klar darzustellen. Ja. 6. Juni bin hier in Nützidas beim Oliver Lerch. Oliver Lerch hat in Kürze Buchpräsentation, wie heißt es, 3 Jahre Corona, Schlagzeilen. Oliver Lerch, du bist vielleicht bekannt worden in der Zeit, dieser C-Zeit, durch deine Zahlenanalyse. Magst du dich vielleicht gerade mal zunächst noch kurz vorstellen, dass die Leute dich vielleicht auch noch irgendwie kennen aus deiner Sicht raus? Puh, ich bin über 50. Okay. Vater von 3 Kinder, war lang Volksschullehrer, hab dann irgendwann umgesattelt auf Fotografie, war immer schon ein Zahlenmensch, hab mich immer schon für Zahlen interessiert und Statistik und alles Mögliche und hab irgendwann angefangen im Laufe dieser Corona-Zeit mehr zu posten. Also ich hab immer schon, wenn irgendwo was aufgefallen ist, bei der Zahl, dass was nicht passt hat, dann habe ich mir gedacht, na, da würde ich jetzt noch gern was dazu von mir geben. Ja. Und das hat sich aber dann regelmäßig so, also es ist dann regelmäßig geworden, weil ich einfach quasi täglich einfach irgendwo was dazu geschrieben habe, weil ich einfach immer wieder diese Zahlen hergenommen und gesagt habe, wie ist denn die Situation jetzt, was haben wir denn für eine Situation? Und irgendwann, kann es aber nicht genau sagen, wann, ich glaube irgendwann im Herbst, spätestens 2020, habe ich dann angefangen, Good News zu machen, ganz bewusst, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, es wird alles, der Schwerpunkt ist sehr auf dem negativ-reißerischen, das hat mir nicht so gefallen, und dann habe ich einfach angefangen mit zumindest irgendwo was suchen, was täglich auch, man kann auch in einer Phase, wo die Inzidenzen sehr hoch sind und alles andere sonst hoch ist, einfach irgendwo was finden, wo was gut ist, und das habe ich irgendwie probiert. Und habe dann gar nicht gemerkt, dass ich über das relativ viele Leute bei mir eingeklinkt haben und das immer wieder gelesen haben. Also ich war dann irgendwie überrascht, wie viele das sind. Ja, so hat das dann angefangen. Und irgendwann war es so, dass ich einmal auf Facebook gesperrt worden bin, weil ich einen Artikel des New English, also Medical Journal, oder wie das heißt, teilt habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt selten blöd, weil jetzt habe ich, weiß nicht, das war glaube ich, 22 irgendwann, jetzt habe ich über ein Jahr schon jeden Tag was postet und jetzt kann ich das 4 Tage lang nicht, und dann kommt jetzt mal eine Homepage. Ja. Und da der Martin Sprenger mir mal als seinen Zahlenfreak in Vorarlberg bezeichnet hat, habe ich dann, man denkt, Zahlenfreak ist eigentlich gut, und das war auch frei als Homepage, und darum habe ich das so gemacht, und darum heißt meine Homepage zahlenfreak.at. Ja.